So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario World Maker 2. Super Mario Maker 2. Und, wir gucken wieder bei beliebt, würde ich sagen. Wir haben, glaube ich, eine Zeit lang nicht mehr geguckt. Ach, wir haben doch gesehen, es gibt irgendwo ein Reflex Level 2, ne? Das können wir uns mal anschauen. Irgendwo habe ich das gelesen. Oder habe ich es gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Table Tennis will ich doch gar nicht. Ach, das ist so ein... Das ist alt, das... hä? Ist das so alt? Das, ach, das ist alt. Ach so. Ja gut, wir spielen es auf jeden Fall. Wir spielen es auf jeden Fall. So. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich das... Vielleicht habe ich es auch bei einem anderen gesehen. Und dann gedacht, ah, muss ich auch spielen. Hilfe. Okay. Das war ja dieses Level, wo man sich immer... Oh Gott. Sich immer sofort einstellen muss auf die Dinge, die kommen. Wollte ich nicht. Ah, ich musste die Röhre. Okay. Ich habe nach einer anderen Tür geguckt. Aber da war keine. Ach! Wenn man es weiß, macht man es falsch. Wenn man es nicht weiß, macht man es richtig. Das ist natürlich auch interessant. Das das war übrigens ein Bild und nicht der Sprungknopf. Das, ach. Jetzt geht's aber los hier. Kann man denn so blöd sein gerade? So. Jetzt springen wir auch und machen kein Foto mehr von dem Tollen. Einfach mal im Moment des Todes bitte lächeln. So, wir wollen einfach in die Röhre. Das ist alles. Dankeschön. Okay, das ist schon der Dwayne. Drake's okay. Drake's meinte irgendwo, vielleicht hat er einfach nicht mehr Räume. Und deswegen war es dann so schnell zu Ende. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich auch gleich zu Ende sein. Oh Gott! Läuft jetzt gerade schon... Ja. Ne? Das halt das. Wahrscheinlich hat man einfach nicht so viel Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall sehr cool. Sehr, sehr cool. Gut. Nee, ich wollte aber bei beliebt eigentlich rumgucken. Haben wir gespielt? Haben wir gespielt? Haben wir gespielt? Nee, vielleicht haben wir das doch alles gerade erst gespielt und das ist gar nicht so. Logical Pyramid. Oh, das klingt cool. Gib mir Rätsellevel los. Aber 40,96% scheint dann wieder zu einfach zu sein. In Before, ich mach Quatsch und bin schlecht. Mal gucken, was das so hat. Aha. Muss ich jetzt hier mir schon irgendwas merken oder geht's erstmal ganz normal hier rein und das ist alles Deko? Man weiß es nicht. Okay. Also ich kann jetzt erstmal hier hoch. Die kann ich eins runtersetzen. Aber im Moment kann ich halt nur die Dinge tun, die ich direkt bekomme. Achso, jetzt schießt die den an. Okay. Und dann kann ich hier oben rein. Und dann komme ich an den Pilz. Und dann verpasse ich den Pau. Ich wette, das war schlecht. Ich komme hier rein. Aber ich habe jetzt den Pau verpasst. Ich komme da auch nicht mehr. Ach doch, ich kann das hier. Ich kann hier nochmal zum Pau. Okay.
Ah, nee, kann ich nicht, weil der Dings weg ist. Ah, Moment, aber jetzt habe ich das Springboard. So komme ich zu dem Pau. Zurück. Okay. Aber den kann ich nur einmal drücken. Ich weiß noch nicht genau, wann und wo. Da ist der Schlüssel. Ich stelle den erstmal hier ab. Ich will eigentlich... So, ich stelle ihn erstmal hier ab. Ich will eigentlich erstmal den Helm aufsetzen. Nee, will ich gar nicht. Aber jetzt habe ich den Pau nicht dabei. Den Schlüssel habe ich nicht. Oh, Mist. Dankeschön. Krieg ich den denn darüber? Ach so. Nicht realisiert. Okay. Ja, und jetzt müsste ich den Schlüssel haben. Guess what? Oh nein. Oh nein. Ich hab's geschafft. Ich hab's. Ich hab's geschafft, mir das zu verbauen, ne? Oh nein, und ich krieg mich nicht mehr klein. Oh nein, ich hab's echt geschafft, mir das zu verbauen. Ich komm da nicht reingerutscht, ne? Und man kann halt leider von unten nicht hochheben. Es ist so dämlich. SMB könnte man das hochheben. Mist. Komplett dumm. So. Jetzt habe ich nämlich den Schlüssel. Ich weiß nicht, warum ich das nicht vorhin gemacht habe. Ich... Ich würde den... Ich will den nicht. Achso, der kann ja losfahren. Okay. Mein Gott, ey. So. Okay. Okay. Halbzeit. Also es sind halt meistens Rätsel, man wird eher in die Rätsel reingeleitet, als dass man selber überlegen muss. Also ein bisschen, also man solft eigentlich nicht wirklich. Außer man verbaut sich, so wie ich. Aber na, das hier ist halt offensichtlich, dass man das tun muss. Das sind relativ offensichtliche Rätsel. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, ich muss wirklich mir Gedanken machen. Das sind eher so Rätsel für Arme. Ne? Ich kann halt nichts anderes machen, als das, was dann die Lösung ist. Solche Rätsel sind das. Ich kann einfach nichts anderes machen, als was die Lösung ist. Und der gibt mir jetzt den Schlüssel.
Na, das jetzt halt nicht so. Nicht so spannend. Hat das jetzt irgendeine Bedeutung? Was ist das denn? Hä? Ach so, das ist ein Block. Ah. Ah. Hui. Jetzt komme ich hier, komme ich hier durch. Ja. Es ist leider nicht sehr schwer. Okay. Ah, the end. Oder thanks. Meinetwegen auch das. Ja. Ne? Cool gebaut. Aber man wird leider zu sehr geleitet. Fand ich jetzt. Okay. Ne, das ist alles so ein bisschen... Nein, das hier hatte ich. Das haben wir gar nicht gespielt. Ich bin blöd. Das hier hatte ich als das Reflex-Dings gedacht. Und dann war es das gar nicht. So rum war es. Stimmt. Irgendwo im letzten Video habe ich das gemacht. Oder im vorletzten. Ohne getroffen zu werden. Okay. Das ist aber auch so ähnlich. Das heißt, davon gibt es auch einen ersten Teil und den haben wir noch nicht gespielt. So rum ist die Geschichte. Ja, danke. Ich habe halt nach oben gedrückt. Ist der Pro-Kontroll... Kann auch sein, dass die Batterien hier gleich bald... Dass der Akku wieder... Dass ich den mal wieder aufladen muss. Weil der macht in letzter Zeit wieder komische Sachen. Wie zum Beispiel, dass ich nach links drücke und der duckt sich oder sowas. Das ist ein bisschen doof. Okay. Die eigentliche Gefahr habe ich überwunden, aber das meine ich. Ich habe nach oben gedrückt und er läuft nach links. Ach ja, da war ja was. Ich glaube, der wird bald leer sein. Können wir mal ganz kurz nachschauen. Nö. Mist. Woran liegt das denn da, dass der so einen Quatsch macht? Auf damit. Aha. Die Frage ist eher, woran liegt es, dass ich so einen Quatsch mache? So, wie mache ich das jetzt hier einfach? Ach so. Na gut, da musst du jetzt gar nicht so schnell denken. Oh Junge! Oh Junge! Ich bin nicht weiter genug nach links gelaufen. Ah, ich mach schon wieder falsch. Geh doch. Geh doch durch die Tür. Bro. Das ist wie mit dem Wind. Wie mit dem Wind vorhin. Warum bin ich denn so? Ich weiß, dass ich nach links muss und ich laufe stürzrem erstmal nach rechts. So unkonzentriert kann man doch nicht sein, ey. Oh, das war jetzt aber Speedrun Tactics hier.
So, wie ging... Ach, jetzt kamen die Bomben. Ich habe genug Zeit. Ich muss mich gar nicht so hetzen. Es ist alles in Ordnung. Siehst du? Oh, ich... Wait, das zählt jetzt als getroffen, ne? Oh nein. Aber was hätte ich denn... Ach, ich hätte den aufsetzen und mich ducken müssen. Und da ist dann das Ziel. Oh. Oh. Verstanden. Ich habe schon wieder getan. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch den ersten Teil spielen. Das ist deutlich schwieriger als das andere. Was denn? Oh. Geh doch durch die Tür. Junge. Puh. So, nach dem Schlüssel. Erstmal. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Okay, huh, ist so knapp. Erstmal nach unten drücken. Einmal nur. Zum Aufsetzen. Wieso geht denn der direkt. Hä? Ich hab doch. Ich drück doch nur einmal nach unten. Dann setzt er den sofort auf. Dann geht er direkt runter. Oder habe ich halt, war das jetzt wieder der Controller, der zweimal nach unten gedrückt hat, obwohl ich das eigentlich nicht getan habe? Weiß es nicht. Oh Junge, oh Junge! Ja, ich. Wir springen über die Tür, das ist okay. Ah, der ist wirklich deutlich schwieriger. So. Nee, jetzt kommt erst die Bombe. Nope. So. Ja, tatsächlich. Das ist mir aber neu, dass der das tut. Oh boy, was war das denn? Ach so, ich musste ja... Oh. Ich sollte die Klappe halten. Okay, wir haben es. Nein! Oh Gott, ich... ich jetzt verfehlt hätte. Ey, wenn ich den jetzt verfehlt hätte, hätte ich mir ein bisschen in den Hintern gebissen. 19 Minuten? Okay, das heißt, wir können jetzt Part 1 noch anschauen. Ach, guck mal, der hat auch eine 88 im Namen. Guter Mann. Wir sind Nazi. Ey, diese Leute. Leute, die einen als Nazi... Wo ist es denn? Wann hat der Think Fast gebaut? Da. Du spinnst wohl. So weit unten. Was soll das denn? So. Ah ja, natürlich. Man sieht ja, was man tun muss.
muss und man verfehlt es einfach. Das ist ärgerlich immer. Jetzt ist so ärgerlich. Oh boy. Oi, 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 oi. Wofür der zweite, der dritte da ist, weiß ich nicht. So. Okay. Ah ja, 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 hi. Alles klar. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Puh. Okay. Junge, 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 Junge. Nice. Fast First Try. Bis auf den einen Fehler mit dem Pau. Bis auf den einen Fehler mit dem Pau. Bin ich zufrieden. Der Frankie Boy baut coole Sachen. Was hat er noch so gebaut? Cloudy with a Chance of Bullets. Das ist doch eine Anlehnung an Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Also klar, der englische Titel, aber den Film halt. Da heißt ja auch Cloudy with a Chance of Meatballs oder so. Cooler Film, by the way. Kann man sich anschauen. Okay. Ach, das ist so ein Nimm. Ist jetzt nicht so cool mit dem Kollegen da. Oh boy, oh boy, oh boy. Runter, 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 runter. Hopp, hopp, hopp. Ich weiß nicht, ob wir gut sind in der Zeit. Ach, was tue ich? Ich brauche das doch gar nicht. Wir waren gut in der Zeit, wenn wir die Bonusmünze holen können. Okay, alles klar. Uiuiui, jetzt geht's nach unten. Ich hab halt keine Ahnung, wohin ich... Nein, ich hab, der ist doch richtig... Ah, Mann. Spar dir die Münze. Okay. Oh, super cooles Level. Da, nein, ich hätte rutschen müssen, aber das hat funktioniert. Nein! Oh. Okay. Es waren gerade genau genug Stachis, dass man drüber springen konnte. Wenn man schnell genug reagiert. Oio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 
Kiste aber recht kurz. Jawohl. Hammerbrüder? Ich dachte Feuerbrüder. Ach, feiert. Es sind nicht Feuerbrüder, sondern die... Ich habe das doppeldeutig verstanden. Ah, oh, vier Türen, vier Feuerbrüder, also vier Hammerbrüder. Nee, das sind doch... Ach so, die zählen einfach als Feuerbrüder. Wait, wie soll ich denn... Als Katzenmario könnte ich hier hochklettern, aber... Oh, Junge. Oh, Junge. Ach so. Schon gefragt, wie ich den angehen soll. So gehe ich den Aua an. Krieg ich jetzt wieder ein Power-Up? Okay, der ist einfacher. Dann werden wir den als erstes machen. Weil wir werden jetzt sicherlich irgendwann sterben. Wir müssen uns eine Reihenfolge überlegen. Der sieht eigentlich auch okay aus. F. Ach ja, soll ich nicht mehr sagen. Entschuldigung. Dann gucken wir uns den noch an. Den kennen wir noch nicht. Wait. Ach so. Wir müssen einfach nur warten, dann zieht's ihn da durch. Und dann tschüss. Alles klar. Dann machen wir wirklich den anderen zum Schluss. Wobei, ja, der ist vielleicht auch gar nicht so cool. Komm ich jetzt schon ran? Ah, der ist überhaupt nicht cool. Uff. Der ist nicht cool, nee. Jetzt machen wir erstmal den. Weil den anderen schaffe ich auf jeden Fall. Der hier ist das Problem. So. Wo fliegt das? Das Ding fliegt einfach immer da oben rum, ja? Das heißt, ich kann ja auch erstmal warten. Und wenn das Ding jetzt rüberkommt, gehe ich drauf. Jetzt. Da müssen wir jetzt nur versuchen. Oh boy. Oh boy. Nice. Oh, so, und den anderen kriegen wir hin. Den anderen sollten wir hinkriegen. Ah, oh, wenn ich den jetzt verhaue, der wäre ärgerlich. Der ist eigentlich echt einfach, ne? Ich sehe mich schon unten. Da hat er den Move gebracht. Ah. Okay, wir machen den mit den Bomben zuerst. Der ist doof. Nein, das wollte ich nicht. Ach, ich dachte, ich kann die wegwerfen. Dann muss ich das mit Explosionen machen. Oh no. Oh no. Doch, der läuft auch ganz gut. So, dann war er hier ein Problem. Einmal auslösen, einmal weg. Komme ich vielleicht von hier auch schon? Nee, von hier komme ich nicht ran. Nein!
Nein! Oh, es darf nicht wahr sein. Ach, verdammt, ey. Jetzt habe ich wieder nur den einen Hit. Jetzt müssen wir erst den machen. Glück fährt es nicht unter die Lava runter. Und jetzt haben wir nur noch den. Ah, oh, wenn ich den verhaue, das wäre echt dumm. Der ist nicht schwierig. Ich muss ja nur dem Feuer ausweichen. Das ist ja alles. Da ist ja überhaupt keine Schwierigkeit dabei. So, danke schön. Wir haben's. Ah, doch wieder eine halbe Stunde geworden, ne? Ja. Gut, 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 aber ist okay. Danke fürs Zuschauen. Und ich denke, wir werden uns in den nächsten Parts öfter mal was von dem Kollegen hier angucken. Der baut sehr schöne Sachen. Ja, bin ich dafür. Und hat eine 88 im Namen. Und tschüss.